Willkommen zurück, meine verehrten Pokémon-Kartenspieler. Ich begrüße euch zu einem neuen Part vom Pokémon Trading Card Game 2. Und wir werden heute gegen Olaf und seinen Partner hier drüben kämpfen, um unser Deck noch ein bisschen zu verstärken. Und schauen wir mal, was der gute Matthew uns hier andrehen möchte. Rolling Stone Deck. Uiuiui, pass auf, ich will nicht gecopyright-claimed werden hier. Er hat keine Basis-Pokémon, ich sehe Graveler und Golem. Okay, das heißt, Golem ist sein, also Geowatz, ist sein stärkstes Pokémon. Denke ich jetzt einfach mal. Matthew, was machst du hier? Okay, wir können mit Fukano oder mit Ponita liegen. Ich würde sagen, wir liegen mit Ponita. Ich glaube, Fukano wäre besser gewesen. Aber naja. Okay, Matthew, fang an. Oh, er liegt auch mit Ponita. Wild. Okay. Nun gut. Ponita zu setupen ist erstmal eine gute Idee. Und ich würde sagen, wir beenden unseren Zug. Aber wenn wir Eich haben, Eich bringt uns nicht allzu viel, wenn wir unser eigenes Blatt dafür wegschrotten, obwohl es so gut ist. Und ja, machen wir aus dem Ponita einen gemütlichen Two-Shot, denke ich. Oh mein Gott. Das ist gefährlich, was da gerade im Hintergrund passiert ist, Leute. Habt ihr das gesehen? Es ist ein Dickdri. Dickdri kann alle meine Pokémon one-shotten derzeit. Das heißt, ich darf Ponita gerade nicht besiegen. Nein! Nein! Nein, das hast du nicht gemacht. Ja, das Match ist over. Das Match ist sowas von over. Ich kann ja mal gar nichts dagegen tun gerade. Oh, das ist... Es ist gemein, dass du einen Dickdri hinten aufbauen konntest. Ich habe halt noch nicht so wirklich tanky Pokémon, wenn man die so bezeichnen wollen würde. Oh ja. Geodude, du kommst gerade rechtzeitig. Ich brauche dich tatsächlich, um kurz die Stellung zu halten. Und wir können mit dir... Verdammt. Ich würde sagen, ich spiele Professor Eich jetzt. Nee, das ist so gut wie over. Wir können nichts machen. Wir können ihn nicht schnell genug besiegen. Wenn wir jetzt Rihorn gehabt hätten, dann hätte es funktioniert. Aber Geodude reicht leider nicht. Das war's leider. Wobei... Wir können ihn auf 20 reduzieren und dann können wir Marsholo den Rest machen lassen. Wir haben noch eine letzte Chance. Wir brauchen jetzt einen absoluten Marsholo-Sweep. Okay. Marsholo, ich bereite dich darauf vor, dass ich dich dann zu einem Mashok machen kann. Chameleon. Okay. Du kannst mir nur maximal 20 Schaden machen. Das ist nicht schlimm, weil das kann ich heilen. Und dann kann ich nächsten Zug mein... Oh, Bill ist sehr gut. Mein Marsholo in Mashok machen. Genau, jetzt machen wir das. Und dann kann ich dir noch eine Fighting Energy anlegen und wir sind vorbereitet. So, dann würde ich sagen, setzen wir noch einen Glumanda.
damit wir einen Glutex im Hintergrund vorbereiten können. Und jetzt machen wir erstmal Karate-Schlag und du bist weg. Okay, 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 okay. Wir haben noch eine Chance. Wir haben noch eine Chance. Defender. Defender ist ein bisschen blöd für uns. Weil wir jetzt zwei Züge brauchen, egal wie, um das Glumanda zu besiegen. So, bereiten wir Chamille im Hintergrund vor. Das macht jetzt erstmal nur 20 Schaden. Oh, noch ein Defender? Ernsthaft? Das ist nicht dein Ernst, oder? Okay. Ich muss jetzt noch eine Fighting Energy anlegen, damit wir Submission machen können. Weil ansonsten hätte das Glumanda nämlich noch Free Damage auf uns bekommen und ja. Okay. Solange du kein Power-Up hast. Ja, okay, okay, okay. Wir können das Match noch gewinnen. Es würde auf ein Unentschieden hinauslaufen, wenn ich mich jetzt selbst besiege. Das heißt... Du hast eine Rückzugskost. Du hast drei Rückzugskosten. Karate-Schlag macht halt an dem Punkt leider keinen Schaden mehr. Wechsel in Chamäleon. Und müssen jetzt noch einen Zug aushalten. Im nächsten Zug können wir garantiert alles one-shotten, was er hat. Wir müssen aber diesen Zug überleben. Ja, okay, gut, wir haben gewonnen. Huh, was ein Reverse-Sweep. Dieses Diktory hätte uns fast den Sieg gekostet. Flammenwurf, Ponita, down. Und wir haben Paras gezogen, wow. Das hätte uns das Match gekostet, hätten wir das zu Beginn gehabt. Das war ein Duell. Noch ein Arcani, Nidorino, Kingla, Kokuna, Bill ist sehr gut, nehmen wir mit rein. Du bringst uns leider nichts. Du bringst uns leider auch nichts. Und eine Grass Energy, okay. Na gut, wie viele Growliffs haben wir? Zwei. Das heißt, ein weiteres Arcani wäre eigentlich ziemlich verschwendet. Was wir aber mitnehmen wollen, ist wie gesagt der weitere Bill. Weil jede Drawing Power ist natürlich sehr gut für uns. Und viermal Bill sollte unser Ziel sein für die Zukunft. Wir können dafür, dass wir schneller ziehen, eine Energie entfernen. Eine Feuerenergie. Und ja, wir saven das Deck. Und machen uns bereit für den Kampf gegen Olaf. So, your cards were taken away. Don't despair, Phantas. Feel free to duel the members of the Rock Club to gain some more cards back. But I, Gene, have the toughness of a hardened stone. I made a deck that makes grrr. Number one's deck look weak in comparison. Are you ready to fight against Gene, the Rock Club Master? Yes. Wir haben halt leider kein richtiges Ace-Pokémon. Wir müssen uns sehr auf Mashok und Glutexo verlassen. Die wir beide nicht gezogen haben, aber wir haben stattdessen Rihorn, was nicht zu verkehrt ist. Und Ponita. Das heißt, damit können wir erstmal arbeiten. Und wir dürfen anfangen. Sehr, sehr gut. Onix. Wildes Artwork, was du da für deinen Onix hast. Machen wir ein Leer. Bing, bing, bing. Du kannst eh nichts machen, jawohl. So, und wir brauchen noch eine Energie und dann können wir... Oh, ich hätte noch ein Leer machen sollen, verdammt. Rocktomb. Flip a coin if heads, defending Pokémon can't retreat. Okay, das war auch überhaupt nicht mein Plan. Rihorn muss drinne bleiben derzeit. Wir machen im nächsten Zug 30 Schaden, was sehr, sehr praktisch für uns ist. Und um ihn dann so richtig bei Surprise packen zu können, heben wir die Pluspower noch auf, die wir derzeit haben. Okay, weil dann können wir nämlich, falls er sich nicht entschließt zu heilen oder irgendwas anderes zu machen, einfach im nächsten Zug das Onix vernichten. Sehr gut. Wir ziehen gerade echt nicht schön, das gefällt mir nicht.
Fighting Energy möchte ich an einem Ponyta im Hintergrund anlegen. Und wir haben unsere erste Preiskarte. Und noch eine Fighting Energy. Warum Fighting Energies? Okay, noch eine Fighting Energy. Oh, er macht einen Professor Eich. Okay. Gut, nächsten Zug verlieren wir unser Rihorn garantiert. Schade drum, aber nicht so schlimm. Das geben wir an das Ponyta, was noch keine Energie hat. Und wir hauen hier rein und müssen einfach erstmal darauf hoffen. Okay, du machst Bein. Nicht, dass es mattert, aber... Damit ist unser Rihorn gone. Du hast gute Dienste geleistet und ich würde sagen, das Ponyta, was erstmal nur eine Fighting Energy hat, schicken wir als erstes ins Rennen. Geben eine weitere Fighting Energy und machen Kick. Okay. Und unser Ponyta wird auch auf jeden Fall im nächsten Zug drauf gehen. Oder auch nicht. Sehr schön. Das heißt, wir kriegen einen Free Kill. Und ich hoffe, eine gute Karte. Eine Fire Energy, das ist gut. Ist gut, die brauchen wir auf jeden Fall für Glutexo. Und für Ponyta. Ah, verdammt. Okay, unser Ponyta gammelt erstmal nur. Paras. Nicht verkehrt zu haben. Ich würde unser Ponyta im Hintergrund erstmal kampffähig machen. Oh nein! Oh nein, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir rüsten unser Paras aus. Aus dem einfachen Grund, da Paras doppelten Schaden macht gegen die Pokémon. Auch wenn es nur 20 ist, ist es halt nicht zu verkehrt. Und oh, ich dachte, du machst Drama, aber gut. Hätte auch keinen Sinn ergeben. Ja, da holen wir Paras rein. Das kann er jetzt leider one-shotten, was nicht schön ist. Und wir rüsten Glumanda aus. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als Glumanda jetzt auch zu entwickeln. Scratch, 20 Schaden. Okay, er hat jetzt noch 60 KP. Mit Ponyta können wir 30... Ja, das hätte ich sowieso reingeschickt, von daher passt das. Oh, stimmt, ja, du machst ja auch noch 20 selber Schaden. Wir sind in einer prekären Situation. Du machst jetzt wahrscheinlich... Oh, du machst Ram. Okay, damit schaltest du dich selber aus. Dann schicken wir Marsholo rein. Jeder von uns darf eine Preiskarte nehmen. Bitte eine Kampfenergie. Ein Dickda. Gar nicht gut. Warum ziehen wir gerade so dermaßen mies? Wir hätten das Match noch rumreisen können, wenn wir nur halbwegs besser gezogen hätten. Aber jetzt sieht das echt nicht gut aus für uns. Oh mein Gott, nein. Okay, das war eine Verschwendung, sehr gut. Kampfenergie, jetzt können wir endlich wieder was machen. Low Kick auf Rihorn. Wir brauchen den Energy Retriever oder irgendwas, was unsere Ziehstärke erhöht. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Mashok bringt uns leider nicht allzu viel gerade. Muss ich aber nächsten Zug vielleicht spielen. Ne, warte. Das hat, glaube ich, nur 60 KP. Warum ziehen wir denn derzeit so mies? Wir haben so viele Karten, die Draw Power geben und wir ziehen einfach nichts in diese Richtung. Wo sind all meine Builds und meine Professor Eichs, wovon ich einen habe? Wir sind wahrscheinlich alle... Wait, habe ich nicht angegriffen? Ich habe nicht angegriffen. Ich habe schon so geistig resigniert. Oh mein Gott. Ja, wir können nichts tun. Ich meine, ich hätte jetzt auch nichts tun können, egal wie, aber... Jetzt ziehen wir Bill. Den haben wir viel zu spät gezogen.
Warte. Ja, nee, wir haben nur Fighting Energy und... Nee, wir haben verloren. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann nur noch angreifen und dabei zusehen, wie mein Mascholo jetzt stirbt. Das ist so mies gelaufen. Ja, wir machen das Duell nochmal. Das lief einfach absolut schlecht für uns. Ja. Ich dachte... Oh. Ups, die Taste wollte ich nicht drücken, aber egal. Oh, wir können mit Paras liegen. Das ist sehr gut. Paras brauchen nämlich nicht viel. Eine Energie drauf und wir haben ein Pokémon, was immer 20 Schaden macht. Wir dürfen nicht anfangen, verdammt. Das gefällt mir nicht. Nein! Wie viel Glück hast du bitte? Wie viel Glück hast du bitte? Was soll das denn? Wow! Toll, danke! Okay. Wir heilen Paras. Es ist essentiell, dass wir das tun. Und wir hauen eine Feuerenergie auf Ponita. Wir machen Scratch, machen 20 Schaden und ja. Es war wirklich sehr fatal, dass wir den anderen Angriff nicht noch reinbekommen haben. Oh, was ziehe ich denn gerade schon wieder so mies? Warum habe ich so ein Pech gerade? Das gibt's doch nicht. Ja, das spielt keine Rolle. Leider ist unser Paras dahin. Mit einem bisschen Glück, was ich nicht erwarte, dass ich es haben werde, ziehen wir eine Feuerenergie. Ne, wir ziehen aber einen Bill und damit vielleicht eine Feuerenergie. Okay, 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 gut. Okay, fair. Damit kann ich erstmal arbeiten. Und dann machen wir Flame Tail. Onix Schaden 30 und damit ist Onix weg. Wir können eine Karte ziehen und Cubone, wirklich. Cubone ist so mies. Es wäre an sich kein Problem, aber Cubone hat das Problem. Oder beziehungsweise den dämlichen Vorteil, dass es mit Rage halt fast immer mit Pokémon one-shotten kann in unserer Range. Na gut. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss Flame Tail machen. Und damit haben wir direkt unser Ponita verloren. Oje, dieses Duell. So, wir brauchen... Nein, wisst ihr was? Ich verlasse mich hier nicht auf Glück. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen jetzt ein bisschen Glück, um den Kill zu machen. Aber, wie ich mein Glück kenne, bekomme ich jetzt eine Zahl bei dem Münzwurf von Charge. Und deshalb mache ich stattdessen Ember. Werde die Feuerenergie los und hole sie mir einfach im nächsten Zug wieder. Weil der garantierte Kill ist mir lieber, als dass wir das Match jetzt aufgrund dessen verlieren, dass ich schon erst einen ziemlich hart mieses RNG habe. Okay, 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 okay. Du bekommst wahrscheinlich Kopf. Nein, oh, du bekommst ausnahmsweise mal nicht Kopf. Das ist ja mal Wahnsinn. So, wir bekommen... Nee, wir machen es erstmal so, dass wir dem Mascholo im Hintergrund das geben und einfach versuchen, einen Charge durchzubekommen. Nein, tun wir nicht. Knogger. Okay, ich weiß gar nicht, wie gut Knogger tatsächlich ist. Okano ist damit leider raus. Mit ein bisschen Glück... Okay, wir könnten es noch retten, aber retten bringt tatsächlich nicht allzu viel. Feuer, Feuer, Fighting. Wir haben eine Fighting-Energie. Die würde ich mir ziehen wollen, aber das Problem ist,
Ich würde mit Energie Retrieval gerne zwei Fighting Energies nehmen. Energies. Deshalb kann ich es jetzt noch nicht verwenden und würde stattdessen meinen Growlithe im Hintergrund nochmal boosten. Okay, die 20, die sind gut, dass wir die rausbekommen haben. Das Growlithe verlieren wir jetzt leider. Und wir holen das andere Growlithe rein. Okay. Mit der Fighting Energie können wir Machoke im Hintergrund jetzt vorbereiten. Und dann würde ich sagen, gehen wir mit Ember rein. Dann kriegen wir dich auf 20 runter und dann kann ich dich mit ein bisschen Glück im nächsten Zug besiegen. Falls nicht, würde das dann Machoke machen. Wobei, ich würde sogar so weit gehen und sagen, wir gehen direkt in Machoke und machen den Kill. Jetzt bekommen wir einen Charmander. Das hat ja lang gedauert. So, was kann Marowak? Bone Attack. Flip a coin, if heads, the defending Pokémon can't attack the... Oh mein Gott, nein. Na geil, na geil. Das ist erst schon so wundervoll bei meinem Machoke, weil das ja jedes Mal 10 Schaden weniger mit Karateschlag macht, mit jeder Schadensmarke, die auf ihm liegt. Und ich würde sagen, wir hauen Diglett weg. Holen uns zwei Fire Energies, damit wir sofort Charmeleon im Hintergrund vorbereiten können. Ja, was anderes bleibt mir nicht übrig. Dude, geh Lotto spielen. Das ist ja unnormal, was du für ein Glück hast. Okay, finally darf ich wieder angreifen. So, wir müssen diesen Zug einen Karateschlag machen. Okay, okay. Und... Charmeleon im Hintergrund. Karateschlag. Boom. Macht nur 20, aber abhängig davon, was er jetzt mit seinem Marowak macht. Oh nein. Du hast jetzt noch 80 KP. Okay, okay, okay. Graveler. Ich hätte für Schlitzer gehen sollen. Ich hätte für Schlitzer gehen sollen. Na gut, egal. 50 haben wir jetzt noch. Graveler. Was kann Graveler? 3. Stone Barrage. Es ist dasselbe mit... Ah, nein. Nein! Okay. RNG-Götter? Wir haben nur noch eine Chance. Und das ist... Können wir jetzt darauf hoffen, dass unser Gegner Zahl direkt als erstes bekommt? Hat sich erledigt. Wir haben verloren. Oh wait, nein, ich sehe gerade, er hat ja noch eine Preiskarte. Ich habe nicht darauf geachtet, verdammt. Das war dumm von mir. Na gut, ich kann eh nichts machen. Mein Vulcano sitzt hier, ich habe keine Energiekarten. Wir haben verloren. Ich kann nichts tun. Ich kann nichts tun.
Ich meine, das bringt mir nichts. Das bringt mir halt absolut nichts, dass ich jetzt hier keinen Schaden nehme, weil Fukano einen Chance Attack hat. Keinen garantierten. Seht ihr? Wir haben echt legit einfach kein Glück in diesem Kampf. Das ist... Okay, wir haben jetzt komischerweise Glück. Jetzt, wo es nicht mehr mattert, weil wir verloren haben. Wir können halt legitim einfach nichts tun. Okay, lasst mich schauen, was er im Hintergrund hat. Er hat Marowak, Geodude und Rhyhorn. Okay. Wisst ihr was? Letzte Verzweiflungstat. Da kommt Marowak. Okay. Was will ich denn mit Macho? Wait. Was wir aber machen können ist, ihn in das Geodude hier reinlocken. Und wir scratchen jetzt einfach drauf los. Genau, er kann nämlich jetzt erstmal hier nichts machen. Wenn wir noch eine Energie ziehen, dann können wir vielleicht doch noch gewinnen. Ich muss nur eine Energie ziehen. Ich habe natürlich keine Energie gezogen. Wir haben verloren. Guckt euch das an! Guckt euch das an! Ich hätte nicht mal mit der Strategie, die ich vorher im Kopf hatte, nämlich einfach mit Choke wechseln und das Ausstallen, gewinnen können. Wir wurden einfach gerade 100% RNG'd. Ich meine, es ist normal, dass mir das passiert, weil ich bin es gewohnt, aber... Du kannst so gut spielen, wie du willst. Ihr habt ja gesehen, ich habe ja relativ gut drumherum gespielt. Du kannst so gut spielen, wie du willst, aber es muss nur ein RNG nicht stimmen und du hast einfach komplett verkackt. Ah, ich hasse sowas. Ich hasse sowas wirklich. Aber gut, was will ich sagen, ne? Im nächsten Part werden wir es dann wohl nochmal versuchen dürfen gegen Olaf. Vielleicht grinde ich noch im Hintergrund ein bisschen für mich ein paar Karten, dass wir zumindest ein bisschen mehr konsistent sein können mit unserem Draw. Aber... Das war traurig. Naja, wir sehen uns im nächsten Part wieder und bis dahin, macht's gut!